Beats. Hallo und herzlich willkommen bei The Cave Life. Heute haben wir Spezialgäste aus Frankfurt, die Rhein-Main-Shoppers. Wir haben den Patrick und den Roland hier zu Gast. Die sind mit den ultra umgebauten Diners da. Heute stellen wir euch beide Bikes vor. Als erstes das Bike von Patrick. Vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht. Ja, ich bin der Patrick von Rhein-Main-Shoppers. Wir sind heute zusammen hierher gefahren zum Nils, um ihn zu besuchen, spontan. War auch eine wilde Fahrt durch Regen. Aber wir sind trotzdem gekommen, weil wir das ausgemacht hatten und haben gesagt, ey, wir wollen unbedingt mal ihn besuchen gehen und mal Köln sehen und unsere Bikes vorstellen. Deswegen sind wir jetzt hier. Perfekt, dann starten wir direkt mit deinem Bike. Gehen wir einmal zum Bike und dann erzählen wir mal alle Sachen, die du wirklich so umgebaut hast, weil das ist sehr, ein sehr interessanter Umbau. Gehen wir mal rüber. So, wir starten am besten mal hinten bei dem Heckfender. Vielleicht kannst du mal darüber erzählen, auch was du mit den Blinkern dann gemacht hast. Genau, und zwar haben wir hier einen kürzeren Heckfender drauf, der ist von Röhn Customs. Ursprünglich waren die Blinker mal hier gewesen, das waren so größere Blinker, aber da das bei uns in Hessen verboten ist, mussten wir die Blinker versetzen und dadurch habe ich mir gedacht, die müssen ein bisschen kleiner werden. Deswegen habe ich von Kellermann Arto die Blinker reingemacht, weil die siehst du fast gar nicht und die haben auch eine richtig starke Leuchtkraft. Ja, das hat mich auch überzeugt. So, ich habe erst gedacht, so kleine nachher... Ja, hauen die dir hinten aber rein. Ich finde vom Leuchtbild her, die sind mega, Wahnsinn. Ne? Die sind so hell, als hättest du riesengroße Strahler drauf. Ja, auf jeden Fall. Und die fallen halt kaum auf am Bike. Und ich habe gehört, du hast das nächste schon wieder vor? Ja, ich habe schon das nächste wieder vor. Ich würde gerne hinten noch einen breiteren Reifen drauf machen. Ja. Und dann wird aber der Fender wahrscheinlich dann umgebaut werden müssen. Dann werde ich auch integrierte Leuchten reinmachen. Okay, dann hast du den dritten genau. Blinker drin. Das ist so. Ja, dann schon der zweite Umbau, danach genau, kommt dann mal der dritte Umbau. Alle guten Dinger sind drei. Ne? Ja, wenn es beim ersten Mal nicht sicher ist, macht man es halt dreimal. Ne? Genau, richtig. Aber es macht auch Spaß und wir machen das ja gerne, deswegen. Genau, da hat man auch immer was zu tun. Wenn man es selber macht, weiß man, was man getan hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt gesehen, du hast Sozius-Fußrasten drauf. Genau, Ich fahre auch die Progressiven in 11 Zoll. Das sind auch 11 Zoll, ne? Das sind auch 11 Zoll, aber das sind, wie du gesehen hast, Sozius-Fußrasten. Ich fahre ab und zu mit Sozius. Meine Frau fährt mit und meine Tochter. Deswegen sind es die Heavy Duty. Okay, verstehe. Und die sind wirklich auch steinhart. Okay, also die tauchen taucht nichts mehr runter. Da schleift kein Fender auf dem Rad. Okay, verstehe. Da bist du sicher beim Fahren. Das war mir sehr wichtig gewesen. Ja, weil wenn ihr meine bestellen würdet, dann könntet ihr gar nicht mehr mit dem Sozius fahren. Die werden auf jeden Fall auf dem Reifen am aufschlagen. Genau, ne? Ja. Ich sehe jetzt die vorverlegte Fußrastenanlage, auch passend zu den Handgriffen. Genau, die sind alle von Avon, die Griffe. Ja. Die vorverlegte Fußrasten hast du bei dem Modell Original. Das war mal ursprünglich ein Steelpop Special gewesen. Ja. Das ist so mit so einem Dragbar-Lenker und die war in schwarz-matt gewesen. Da müssen wir, glaube ich, mal ein Bild einblenden. Ja, die wurde halt wirklich komplett, wie du siehst. Gut. Also die war schwarz-matt? Die war schwarz-matt mal gewesen, genau. Mit Dragbar, okay, interessant. Weil dann blenden wir mal ein Bild ein, wie die war wirklich aussah, vor dem Umbau. Das genau. Wäre immer interessant. So, wir gehen jetzt einmal rüber auf die andere Seite. Ich sehe wieder was sehr Interessantes, was echt nicht viel auf den Straßen unterwegs ist. Erzähl mal was über die Felge. Genau, hier haben wir eine 23 Zoll Bixburg-Felge vom Motorhaus Cycle Storehouse. Ja. Original war da mal eine 19 Zoll Felge drauf, aber original kann jeder. Und da wir nicht 21 Zoll voll verbaut, wie alle, eine breite Menge mal abheben, haben wir 23 Zoll verbaut. Sehr, sehr geil. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Das ist heftig. Wir müssen mal auch mal Fahrszenen einblenden. Das ist, wenn man da vorsteht, das ist wirklich wieder riesig. Das ist Wahnsinn, das ist auch in komplett schwarz, mega. Also live sieht es auch noch mal viel größer aus, als wenn du es auf Bildern siehst. Das ist wenn Leute mich nur von Instagram kennen, die sehen immer ein schönes Bike, dann komme ich da vorgefahren und meine die, Alter, die Felge ist doppelt so groß in live. Ne? Das ist wirklich so. Ist wirklich so, ne? Wenn man da vorsteht, das ist eine wirklich schöne Felge. Live ist eine andere Nummer. Aber ich sehe was sehr, sehr Interessantes gerade bei dir. Film mal auf die Bremsscheibe. Erzähl mal bitte was darüber. Das ist genau. Auf jeden Fall nicht original. Hier haben wir eine Galfa Wave Bremsscheibe. Die ist optisch natürlich, sieht die ganz anders mega aus wie die Originale. Du hast besseres Bremsverhalten und das hat mich eigentlich überzeugt, so eine reinzumachen anstatt eine Originale, da meine Bremsen eh fertig waren. Ja. Wenn du schon so eine auffällige Felge hast, dann nochmal die Bremsscheibe. Auf jeden Fall. Nur zu empfehlen für Custom Bikes. Galfa Bremsscheiben machen optisch auf jeden Fall was her. Mega, das sieht auf jeden Fall von der Optik richtig geil aus. Die nächste interessante Sache, die ich sehe, ist ein Frontfender auf einer 23-Zoll-Felge auf einer Diner. Ja. Ich fahre seit anderthalb Jahren jedes Mal, selbst wenn die Straße nur nass ist, ich kriege alles von unten ab.
Ich finde keinen Fender. Wie hast du das gelöst? Genau, das war auch mein Problem gewesen. Und deswegen habe ich einen Original-Fender von der Breakout genommen. Okay, aber der ist ja viel breiter normal, oder? Genau, den haben wir an den Seiten haben wir den gekürzt, ja, schmaler gemacht, der ist ja auf die Felge passt. Ja. Und wir bauen das ja alles selber um. Okay. Auch gerne, wenn jemand was umgebaut hat, kann uns anschreiben. Ja, also ihr macht auch, sage ich, so Custom-Lösungen. Genau, quasi. Wir bieten auch Custom-Lösungen an, wenn jemand mit dem Problem wie du zu uns, ja, kommt, sagt, hey Jungs, okay, ich brauche einen Frontfender, sage, okay, kein Problem, bring das Bike vorbei. Dann wird wir machen den passenden Fender und ich denke mal, das Ergebnis. Genau, den fährt jetzt auf jeden Fall noch kein zweiter. Ich kenne noch keinen sehr. Genau. Weil ich habe selber das Problem, ich kriege keinen Fender für meine 23 Zoll Felge und jetzt habe ich anscheinend eine Anlaufstelle. Ne? Weiter oben sehen wir die Gabelcover. Die meisten machen ja mit Faltenbälge und du hast hier oben Stahl, unten Stahl. Genau, ich wollte einfach so eine breite Optik von vorne haben. Deswegen habe ich mich für diese Gabelcover entschieden. Sieht dann so mehr so wie so eine Breakout aus von vorne, so ein bisschen bullig. Ja. Ich sehe auch, du hast die Fenster eingebaut. Genau, also ich habe die Fenster drin, weil ich habe auch einen Frontfender drauf. Ja, nicht. Was bei dir ja nicht geht, weil du keine Fenster hast, weil die Gabel zu tief eintaucht und die schleift dann auf den Fender. Deswegen musste ich diese Gabelcover drauf machen. Dann weiß ich, was bei mir vorsteht. Dann muss ich auf jeden Fall auch die mit Fenster nehmen oder mit einer nassen Fresse rumfahren. Genau. Weiter, der Daymaker. Genau. Ich habe einen Daymaker verbaut, wie du auch. Ja. Bei mir war es einfach zu dunkel. Und wenn du mit dem Originallicht fährst, kannst du auch einfach eine Kerze vorne halten, da siehst du genauso viel. Das ist Katastrophe gewesen, ne? Das ist. Ja, deswegen so ein Daymaker bei so einer Harley ist einfach ein Muss. Auf jeden Fall. Was mir auffällt, die Gabel ist breiter geworden, ne? Wie hast du das gemacht? Genau, die Gabelbrücken sind auch getauscht worden. Da die Felge sonst nicht reingepasst hätte, musste die Gabel verbreitert werden. Und die hat jetzt die Breite von der Breakout ungefähr vorne. Okay. Deswegen wurde das ausgetauscht. Sehr geil. Weiter oben haben wir den Flip 2, ist das, ne? Genau, das ist der Flip 2 Lenker. Der hat mir optisch einfach gut gefallen, weil der passt genau in das Bild von der breiten Frontgabel. Ja, genau, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Passt genau in die Silhouette rein. Mega. Deswegen habe ich den genommen. Super. Ist auch nicht zu hoch und nicht zu tief, das ist genau die richtige Höhe. Auf jeden Fall. Und du hast hier oben eine geile Lösung gefunden, ne? Genau, hier habe ich auch nochmal Cover drauf oben, um das Ganze abzuholen, dass alles wirklich schwarz ist und in einem Stück, in einem Guss. Das sieht echt aus wie ein Guss, hast du recht. Weil bei mir fehlt das noch. Bei mir ist das wieder, siehst du, so hast du wirklich diese All-Black-Lösung. Genau, mega. Und sieht auch noch schön aus. Ja. So, jetzt komm mal rüber. Jetzt kommt die noch interessantere Seite. Also hier hast du auch noch drei Sachen umgebaut. Kannst du vielleicht nochmal darüber was erzählen, wie du das gemacht hast? Genau. Und zwar haben wir hier noch Mini-Blinker verbaut. Aus optischen Gründen auch natürlich. Und die Spiegel haben wir nach unten gehängt. Alles pulverbeschichtet, wie die Griffe auch hier in schwarz. Um das Gesamtbild einfach abzurunden. Weil ich auch eh schon alles in schwarz vorne habe und auf jeden Fall hat noch gefehlt dann. Aber gerade so, wo man, das sind ja quasi, sag ich mal, Kleinigkeiten, so Detailsachen, und die machen direkt ein anderes Bild. Ja, ne? Die Kleinigkeiten machen es einfach aus. Wenn du ein Bike umbaust, sind echt nur Kleinigkeiten, die das Gesamtbild entscheiden. Ja, sehr gut. Des Weiteren haben wir ja einen sehr, sehr geilen Tank. Guck mal, die Lackierung, film mal drauf, da blende das mal ein. Ich sehe gerade den Unterschied, ich sehe immer bei vielen, die haben quasi ein Sticker und dann mit Klarlack beschichtet, ne? Deswegen hat man diese andere Optik. Aber du hast es ganz anders gelöst. Ist es lackiert, oder was? Das hat mir auch nicht gefallen. Das sind immer diese Wulste da draußen von den Aufklebern. Deswegen habe ich es einlackiert. Ja. Und das kannst du quasi vorstellen, ich habe den Silber lackiert, den Tank. Okay. Dann kam dieser ganz feine Aufkleber drauf, wo ganz dünn nur schwarz drüber lackiert wurde. Und dann wurde der abgezogen und somit hast du dieses silberne Schriftzug auf dem schwarzen Tank dann drauf und mit Klarlack überzogen. Das hast du auch selber gemacht? Das habe ich selber gemacht. Also ihr macht auch, nehmt auch Lackierarbeiten? Wir machen das komplette Programm. Okay. Von A bis Z. Also komplett Wenn jemand custom. Will zu uns kommen, wir machen A bis Z. Sehr geil, das sieht sehr geil aus. So habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Das ist anders auf jeden Fall, ja. Darunter hast du den Streaming Eagle, ne? Hast du? Genau, das ist der Streaming Eagle, der offene Pilzluftfilter, wie du auch auf deinem Bike verbaut hast. Ich finde den einfach optisch passt der mega zu dem Umbau. Ja. Klar, du hast mehr Leistung, mehr Luft und optisch natürlich sieht er auch viel besser aus als die originale Runde da. Stimmt, das ist ein bisschen dieses aggressivere Verhalten. Wenn du schon Bike umbaust, dann musst du auch alles umbauen eigentlich. Ja, Mann, das ist recht. Bei mir ist der Luftfilter ja ab Werk. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich den jetzt nachträglich einbaue? Weil ich habe irgendwo in Köln mal gehört, die machen Probleme mit den Luftfiltern, mit der Abgasanlage. Genau, ja. Da gibt es Probleme, wenn du nicht drauf achtest. Du musst immer gucken, dass du den passenden Luftfilter zur Anlage kaufst, damit du ein Kombigutachten kriegst. Somit kannst du auch eintragen und legal im Straßenverkehr fahren. Weil wenn du das nicht hast, kriegst du nur Probleme. Genau, das habe ich gehört. Also gibt es Luftfilter für diese Anlage? Genau, es gibt immer passende Luftfilter zur passenden Anlage. Das gehört immer zusammen. Da gibt es dann auch so ein Kombigutachten. Okay, das ist interessant. Das war ja vorne
Bob Special. Genau. Und die hatte ja sehr viel Chrom-Sachen. Die hat wirklich sehr viel Chrom gehabt, ja. Und natürlich, Chrom muss verschwinden, da ich ja alles schwarz haben will. Genau. Und deswegen haben wir hier die ganzen Motoranbauteile hier, wie die Stößelabdeckungen. Aber nicht in schwarz Glanz, ne? Mega. Nee, das ist so ein schwarz Granulat eher. Das sieht so eher wie das Original aus, dass es ins Gesamtbild einpasst. Weil wenn du jetzt was Glänzendes dazwischen machst, sieht es wieder irgendwie, als würde es nicht dazugehören. Genau, richtig, weil das ist voll stimmig. Mega. Genau. So, jetzt haben wir den Sitz. Der sieht auch nicht ganz original aus. Was hast du da? Ja, genau, das ist zwar der originale Sitz. Ja. Ich habe auch den originalen Sitz bewusst gelassen, weil er eine breite Sitzfläche hat, gerade wenn du längere Touren fährst. Ja, ich habe ihn lediglich neu beziehen lassen mit einer Rautenform drauf. Aber ich kann trotzdem noch bequem fahren durch die Breite von dem Sitz. Optisch sieht es auch direkt genau, deswegen habe ich den so gelassen. Wieder so silberne Nähte, spiegelt sich passt halt alles wirklich zum Bike. Ja, mega. Hinten hast du auch die Big Spoke verbaut. Was kannst du dazu sagen zu der Felgengröße? Das ist eine 18 Zoll Big Spoke. Ja. Auch vom Motorcycle Storehouse, auch wieder in schwarz. Ja. Mit einem Avon Cobra Reifen, 180er. Ja. Wie bist du mit dem Reifen zufrieden? Ich finde den Reifen echt super. Auch jetzt gerade, wo wir zu dir gefahren sind, in der Nässe. Gar kein Problem. Hält sich echt super auf der Straße, kann ich nur empfehlen. Und ich sehe gerade, der fällt auch ganz anders. Ne? Wenn du einen normalen 180er nimmst, der ist viel schmaler als ein Cobra, genau. Ne, oder? Die Avon Cobra, die wirken immer noch mal so ein bisschen breiter. Eher so wie so ein 195er, 200er. Ja, sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Weil ich war eben am Rätseln, ist ein 200er hinten oder 180er, dann habe ich es gesehen. Ja, das sieht immer ein bisschen breiter aus. Jetzt wird es interessant und laut. Ich sehe eine Castec-Anlage, aber mit kurzen Krümmern. Genau, das ist eine Castec-Komplettanlage mit kurzen Krümmern. Sorgt natürlich auch wieder für mehr Leistung, mehr Sound. Ja, kurze natürlich Krümmer ist komplett legal durch die Klappe, weil die automatisch zugeht ab einer gewissen Drehzahl. Okay, sehr gut. Somit hast du auch keine Probleme. Ist auch elektronisch mit dem Knopf, hast du Genau, du hast einen elektronischen Taster, wo du sie aufmachen kannst und zumachen kannst, aber komplett legal durch automatische Schließung bei einer begrenzten Drehzahl. Ja, das musst du mal gleich einblenden oder mal zeigen, weil die kurzen Krümmer sorgen natürlich dafür, dass die Big Spoke wieder voll zur Geltung kommt. Mega. So, das war das Bike von Patrick. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert seinen Kanal, lasst einen Daumen da, drückt auf die Glocke. Geiler Typ, geile Videos. Teil 2 kommt. Kimbo Beats. Kimbo Beats.